Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Wer historische Eisenbahnen in echt und ganz groß erleben möchte, für den ist das Sächsische Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Hilversdorf mit seinem Schauplatz Eisenbahn genau das Richtige. Der Schauplatz Eisenbahn ist eines der größten Eisenbahnmuseen in Deutschland mit 26 Hektar Fläche, auf denen wir hier agieren. Wir sind auch mit eines der bedeutenden Museen. Das ist nicht übertrieben. Es gibt zwar zahlreiche Museen, die sich mit Eisenbahn und deren Historie beschäftigen, aber gerade was den Fahrzeugbestand angeht, was die Vollständigkeit dieses ehemaligen Eisenbahnareals angeht, gehören wir mit zu den Top 5 in Deutschland. Das Sächsische Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Hilversdorf ist, man kann sagen, schon legendär. Seit über 30 Jahren agieren hier die Vereine auf dem Gelände und seit dem letzten Jahr agieren sie gemeinsam als Schauplatz Eisenbahn. Hier erzählen wir die Geschichte der Eisenbahn in Sachsen, wir erzählen die Geschichte des Rangierbahnhofs Chemnitz-Hilversdorf und wir erzählen die Geschichte des Bahnbetriebswerks Chemnitz-Hilversdorf. Da gibt es allerhand zu erzählen, aber auch zu zeigen. Sachsen ist ja eines der Pionierländer der Eisenbahn und da gibt es natürlich ganz viel zu erzählen. Wir haben in Sachsen die frühesten Überlegungen zu einem deutschen Eisenbahnnetz. Wir haben in Sachsen die erste deutsche Lokomotive. Wir haben in Sachsen auch die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. All das erzählen wir. Wir erzählen auch vom Werden und Wachsen der Eisenbahn. Leider auch vom Rückbau der Eisenbahn in Sachsen und der Ausdünnung des Netzes. Und ansonsten berichten wir über den Schauplatz Eisenbahn, also über diesen ehemaligen Rangierbahnhof Chemnitz-Hilversdorf, der mit zu den größten in der DDR gehört hat. Das, was man auf dem großen Gelände entdecken kann, ist weitgehend original, doch wir verstehen uns als Eisenbahnmuseum hier in Sachsen und wollen natürlich die Eisenbahn in ihrer Komplexität erklären. Demzufolge können wir nicht alles, was wir hier haben, zeigen. Wir müssen aber auch Dinge zeigen, die es hier nie gegeben hat. Und so sind zum Beispiel die Bahnsteiggebäude, die wir hier im Gelände bekommen haben, vor einem halben Jahr etwa, auch von der Bahnstrecke Leipzig-Dresden hierher gekommen. Wir haben Lokomotiven, die auch hier nicht unbedingt stationiert gewesen sind. Eisenbahnfans kommen voll auf ihre Kosten. Das Besondere ist die Größe und die Vollständigkeit der Anlage. Und was ganz besonders ist, da stehen wir quasi davor, das ist die Seilablaufanlage. Eine weltweit einmalige Anlage. Es gab noch einen Vorläufer, einen Prototypen dieser Anlage in Dresden-Friedrichstadt. Dieser wurde aber bereits nach dem Krieg demontiert und als Reparationsleistung in die UdSSR verschafft. Hier ist er erhalten geblieben, ist 1992 stillgelegt worden, diese Anlage. Hier wurden Züge nicht mit Rangierlokomotiven rangiert, wie es üblich ist, sondern hier wurden Züge mit einem Seilbahnsystem rangiert. Das brachte große Effizienz, brachte Leistungssteigerungen hier für den Rangierbetrieb und hat sich in Rudimenten erhalten. Diese Geschichte zu erhalten, geht natürlich nicht ohne Finanzen. Der Schauplatz Eisenbahn finanziert sich im Moment noch über die Museumsbesucher, über die beiden Vereine. Wir arbeiten aber daran, dass wir eine Verstetigung auch einer staatlichen Förderung bekommen. Im Moment ist die Stadt Chemnitz hier für uns mit am Start, die uns hier hilft, den Schauplatz Eisenbahn zu betreiben. Und die uns perspektivisch eine regelmäßige jährliche Förderung zugesagt hat. Der Schauplatz Eisenbahn wird 2025 in der Kulturhauptstadt Chemnitz mitmischen. 2025 freuen wir uns drauf, tatsächlich, denn wir sind einer der Standorte, die vom ursprünglichen Chemnitz erzählen können, nämlich von der Industrietradition hier in Chemnitz. Wir sind natürlich im Gespräch mit den Akteuren der Kulturhauptstadtbewerbung. Das wird aber jetzt erst in den nächsten Monaten richtig Fahrt aufnehmen, denke ich. Die Kulturhauptstadt ist nur ein Projekt, dem man sich widmet. Es gibt sehr, sehr viele Projekte, die hier auch spontan hinzukommen, wie zum Beispiel diese Bahnhäuschen, von denen ich sprach, Bahnsteighäuschen, die kamen quasi von einem Tag auf den anderen. Nehmt er sie oder nehmt er sie nicht? Das ist schon dann so der Hintergrund, das muss alles gestemmt werden. Ansonsten ist unser größtes Projekt, unser wichtigster Auftrag im Moment, die Fördergelder zu verstetigen und eine regelmäßige Förderung zu erhalten. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Projekt Kompetenzzentrum Eisenbahn hier am Standort in
Chemnitz-Hilbersdorf am Schauplatz Eisenbahn wollen wir die verschiedenen sächsischen Eisenbahnvereine oder Vereine, die sich mit dem Thema Eisenbahn im weitesten Sinne befassen, unterstützen. Da sind wir gerade dabei, ein Kompetenzzentrum aufzubauen. Mit der Hilfe des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das wird aber noch einen Moment dauern. Wir sind da noch in Verhandlung. Das Eisenbahnmuseum ist nicht nur etwas für die, die die Eisenbahnen noch von früher kennen. Wir zielen vor allen Dingen auf Familien mit Kindern. Wir wollen tatsächlich das Feuer für dieses Thema Eisenbahn weitergeben. Es ist nicht mehr bei allen Kindern gegenwärtig, aber diese großen Maschinen, die Lokomotiven, auch die Seilablaufanlage in ihrer Technologie fasziniert Kinder. Das wollen wir natürlich hier auch vermitteln und das können wir auch vermitteln. Wir haben zum Beispiel jetzt in diesen Ferien zum ersten Mal einen Ferientag angeboten, der sehr gut angenommen worden ist und der genau den Schauplatz Eisenbahn und all seine Facetten erklärt. Hobbyfotografen kommen auch nicht zu kurz. Man darf sich frei auf einem großen Teil des Geländes bewegen und nach Belieben knipsen. Bei der Menge an Motiven sollte man schon am Morgen anfangen zu fotografieren. Selbst dann hat man am Abend noch nicht alles im Kasten. Aber man kann ja wiederkommen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Jetzt Polsterwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel, wir lieben Möbel. Die bunte Welt der Klemmbausteine, von Diamantblocks bis Lego, heißt die neue Ausstellung in der FMP-Stiftungsgalerie in der Schlossstraße in Waldheim. Diese öffnete am 1. Oktoberwochenende ihre Pforten. Zusammengestellt und aufgebaut wurde die Schau von der Waldheimer Steinchenbande. Rund eine Woche dauerte der Aufbau in den Räumen der Stiftungsgalerie, erklärte Ingo Lieske von der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur. Lego erfreut sich immer wieder einer großen Beliebtheit bei Kindern und junggebliebenen Erwachsenen. Das könnten die 6 Mitglieder der Waldheimer Steinchenbande und Meister Yoda sofort unterschreiben. Ein Beleg dafür, der Sternenzerstörer von Star Wars. Dem Modell aus 12.000 Teilen sieht man nicht an, dass er beim Aufbau der Ausstellung heruntergefallen war. Der Schweiß, den es gekostet hat, diesen pünktlich bis zur Eröffnung wieder zusammenzufügen, ist auch längst getrocknet. In den Ausstellungsräumen gibt es natürlich noch viel mehr zu sehen. Highlights sind Eigenkreationen, welche nach eigenen Ideen konzipiert, geplant und gebaut worden sind. Architektur aus aller Welt stand hier Modell. Selbst Herr Presley gibt sich die Ehre. Elvis lebt, zumindest in der Welt der Klemmbausteine. Mit einer Aufzählung der Bau- und Kunstwerke ist es nicht getan. Geschätzt rund 500.000 Steinchen sind in den Ausstellungsstücken verbaut. Ja, na klar, auch in technische Modelle. Diesmal haben die Macher nicht nur Lego-Steine, sondern auch Bausteine anderer Hersteller genutzt, wie zum Beispiel die sogenannten Diamond Blocks. In Nano-Blocks sind hier Bausteine verbaut, die einiges kleiner sind als andere Klemmbausteine. Im Hof der Stiftungsgalerie können die Besucher übrigens selbst aktiv und kreativ werden. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Oktober, jeweils an den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Gruppenführungen sind auf Anmeldung montags, mittwochs und freitags möglich. Der Eintritt kostet 2 Euro. Mit den Eintrittsgeldern will die IG Steinchenbande die Miete für ihre Vereinsräume für die kommenden 12 Monate sichern. Gern würden die Macher an den Erfolg vom vergangenen Jahr anknüpfen. 2500 Gäste konnten sie zur ersten Ausstellung begrüßen. Die Rosenschale heißt die neue Ausstellung, welche aktuell in der kleinen Galerie des Stadtmuseums im Rathaus Döbeln zu sehen ist.
Eröffnet wurde sie am Abend des 24. September literarisch. Die Ausstellung zeigt 22 Grafiken zu Rainer Maria Rilke von Thomas Michael Ranft. Ich bin von Haus aus eigentlich Gärtner, Baumschulgärtner. Ich wollte Landschaftsarchitekt werden, weil ich komme aus Weimar und da ist natürlich Goethepark, Belvedere und Tiefort, das sind natürlich Anregungen gewesen. Aber leider gab es in der DDR so ein Studium nicht, wo man das hätte mal absolvieren können. Ja, und dann bin ich über verschiedene Umwege dann zur Kunst gekommen und über Theologie und über Schauspiel und was man alles so mal machen wollte und habe dann 65 den ersten Strich meines Lebens gemacht, 66 schon die Aufnahmeprüfung gemacht, also so kurz hat es wahrscheinlich noch keiner geschafft und mit 67 habe ich dann mit dem Studium begonnen und in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ja, und das waren eigentlich mit einer meiner schönsten Zeiten in meinem Leben, also in meiner Jugend. Und wir haben das voll genossen. Und ich denke mir auch, die Hochschule war eine sehr offene Schule. Sehr gute Dozenten, sehr gute Werkstätten und so weiter. Also ich denke mir, in Europa war es bestimmt eine der besten Kunstschulen, die Europa hatte. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe keine Verbindung mehr dorthin, aber damals war es wirklich also sehr gut. Die Vernissage in Form einer musikalischen Lesung zu gestalten, hatte einen guten Grund. Ranft ist auch literarisch unterwegs. Als Michael Dinsky veröffentlichte er mehrere Gedichte. Einige trug der Künstler auch seinem Publikum in Döbeln vor. Künstlerisch zu Hause ist Ranft natürlich in der Grafik. Das habe ich ja dort nun gelernt. Ich habe zwar mit Malerei begonnen, bevor ich studiert habe. Ich male jetzt wenig oder fast gar nichts. Ich mache auch Objekte. Mein größter Renner ist Stehpulte. Da ist also meistens dann das Deckblatt oder das ist immer eine Radierplatte oder ein Nidostein, das was dann ist, oder ein Tisch oder Stehpult und was weiß ich. Aber ich mache auch andere Sachen und habe jetzt zurzeit eine Pink Floyd Mappe gemacht mit 40 Radierungen. Und wie hier auch bei der Rilke-Mappe mache ich seit längerer Zeit schon die Grafiken, überzeichne ich auch, dass da nochmal eine Individualität reinkommt. Ja. Inspiriert von den Texten des österreichischen Lyrikers Rainer Maria Rilke schuf Ranft einen Zyklus von 22 farbigen Druckgrafiken. Jedes künstlerische Werk erschließt darin ein gleichnamiges Gedicht und spiegelt dessen Inhalt traumgleich abstrakt wider, stand in der Einladung zur Vernissage der Ausstellung. Die Verbindung zu Rilke erklärt der Chemnitzer Künstler so: Ich habe ungefähr 12, 20 Bücher, Gedichtbücher von ihm. Vielleicht nicht jedes Gedicht oder jede Erzählung, aber ich habe also mich sehr intensiv mit Rilke beschäftigt und habe einfach was dagegen gesetzt, was ich denke, was Gleichwertiges zu den Gedichten. Ja? Und ich habe mich deswegen dann auch Thomas Michael genannt, weil wenn er sich Rainer Maria nennt, kann ich mich auch Thomas, ich heiße auch Thomas Michael, aber genannt werde ich natürlich Thomas. Aber das ist jetzt eben eine Ausnahme mit dem Thomas Michael. Und natürlich kamen an diesem Abend auch Werke Rilkes zu Gehör. Die Gedichte des österreichischen Lyrikers trug Berno Ploss vor. Nach seinen künstlerischen Zukunftsplänen befragt, sagte Ranft: Also künstlerisch vielleicht weniger. Ich will natürlich meine Grafik und meine Objekte weitermachen. Aber ich bin jetzt dabei, eine Clara Mosch Stiftung zu gründen. Weil ich denke mir, die Clara Mosch hat doch in der DDR eine große Rolle gespielt. Man muss sich immerhin vorstellen, zu unseren Ausstellungseröffnungen waren manchmal 60 bis 80 Leute, im Museum 20 oder so. Also es waren schon, die Mosch hatte schon eine gewisse Rolle in der DDR gespielt. Und ich denke mir, ich meine, wir hatten immerhin 154 EMs waren auf uns angesetzt. Ja, das ist also nicht wenig. Und wir hatten auch den bestbezahltesten EM in unserer Runde. Der hat über 150.000 Mark kassiert, also nicht auf einmal, sondern immer Prämien bekommen. Und also man hat uns doch wahrscheinlich sehr ernst genommen als Künstler, die nicht unbedingt gegen die DDR waren,
aber wir waren nicht so für die Enge der Kunst, das nur sozialistischer Realismus oder nur das und das, sondern wir waren für die freie Kunst. Nicht nur in der Bildenkunst, auch in der Literatur, im Theater und so weiter, in der Musik. Da haben wir immer dafür gekämpft und ich glaube, in der DDR war das auch relativ gut. Ich meine, wenn ich Volker Braun, Christa Wolf und solche Leute in der Literatur oder die Theater, die tolle Inszenierung wie der Drache in Berlin, das war eines der schönsten und tollsten Inszenierungen, die es je gegeben hat. Ja. Und da war schon wirklich was los in der DDR und die Enge, die haben die Künstler wahrscheinlich nicht so gespürt wie vielleicht andere, die in Betrieben waren oder die irgendwo in der Partei oder sonst wie waren oder Lehrer und die haben es natürlich schwerer gehabt als wir. Clara Mosch, die Künstlergruppe und Produzentengalerie, gründete Ranft 1977 zusammen mit Michael Morgner, Karl Friedrich Klaus, Gregor Thorsten Schade und Dagmar Ranft-Schinke in Karl-Marx-Stadt. Sie bestand bis 1982, galt als eines der wichtigsten Projekte alternativen Kunstschaffens in der DDR. Wir haben uns immer frei gefühlt. Ich habe mich nie irgendwo gedrängt gefühlt. Ich habe natürlich keine Aufträge bekommen, große Wandbilder oder sowas. Ich habe immer meine Grafik gemacht und es gab ja in der DDR wirklich eine große Gemeinschaft, die Grafik gesammelt haben und kontinuierlich gesammelt haben. Und dadurch konnte man auch als Künstler existieren. Wir haben ja keinen Geld sonst verdient. Das war ja immer nur, was man in Galerien oder so verkauft hat. Aber ich habe mich immer frei gefühlt, auch an der Hochschule. Ich habe mich, gut, man hat mal ein Plakat gemacht für 25 Jahre deutsch-sowjetische Freundschaft oder sowas. Aber auch da muss man ein gutes Plakat dazu machen können. Ja? Und nicht irgend so ein Parteidings da. Und also ich denke mir, das war schon eine freie Zeit und freie Kunst, die wir damals gemacht haben. Auch seine Zeit mit dieser kurzfristig organisierten Ausstellung in Döbeln hat der Künstler genossen. Weil sie ein bisschen abseits ist, hat sie ein gewisses Liebeswertes, auch wenn man durch die Innenstadt geht, das ist irgendwo, man fühlt sich ja wohl. Ja? Auch die Geschäfte, und ich war jetzt gerade in so einem Antiquitätenladen, habe sogar was gekauft. Also solche Sachen finde ich hier sehr schön, was ich in Chemnitz vermisse. Ja, Chemnitz ist ja durch, wo der Karl-Marx-Kopf steht, da ist ja also ein riesen Gebäude, was so quer durchgeht, das spaltet die Stadt richtig. Was hinter da ist, das gibt es nicht mehr. Das spielt sich nur da um das Rathaus ab und so weiter. Und hier geht man gern so durch die Gassen, die kleinen Läden, die da sind. Und auch das Rathaus ist sehr schön, ist ja eine architektonische Perle, kann man sagen. Und ich fühle mich hier wohl. Im nächsten Jahr wird Thomas Ranft erneut in Döbeln ausstellen und zwar Radierungen aus der schon erwähnten Pink Floyd-Mappe. Seine aktuelle Ausstellung, die Rosenschale, mit Grafiken zu Rainer Maria Rilke, ist noch bis zum 20. November 2021 in der kleinen Galerie des Stadtmuseums im Rathaus Döbeln zu sehen. Im Hohenstein-Ernst-Haller-Lessing-Gymnasium wurde am 14. Oktober ein verdienstvoller Bürger besonders gewürdigt. Er selbst konnte nicht mehr dabei sein, da er bereits am 21. Juni 2020 im Alter von 89 Jahren verstarb. Aber was er der Nachwelt hinterließ, das war im Foyer des Schulhauses zu hören: Musik. Dank an Sie alle, die heute da sind. Wir haben ja eine kleine Runde gewählt und deswegen freue ich mich über jeden Einzelnen, der da ist. Ganz besonders freue ich mich natürlich, dass das Jugendblasorchester heute da ist, um diese Veranstaltung mit ganz besonderen Stücken zu begleiten. Die Stücke stammen von Horst Heubel, der in Hohenstein-Ernsthal als Musikschulleiter sowie als Komponist wirkte. Nach ihm wurde die Aula des Lessing-Gymnasiums benannt. Die Gedenktafel weihte man nun am 14. Oktober ein. Wir haben darauf verzichtet, die nochmal zu verhüllen. Die ist ganz, ganz frisch hier angebracht worden, auch hier in dem Innenraum, weil wir einfach wollen, dass sie hier immer gesehen wird und einen guten Platz hat. Thank you.
An das Wirken von Horst Heubel erinnerte Daniel Richter. Horst Heubel prägte das musikalische, kulturelle Leben nicht nur unserer Stadt, sondern der gesamten Region und er prägte Generationen junger Menschen. Am 7. Juli 2020 erschien in der Freien Presse Hohenstein Ernsthal eine umfassende Würdigung seines Wirkens und Schaffens durch unseren Stadtchronisten Wolfgang Heilmann. Darin heißt es, und ich zitiere, sein Credo, Stücke schreiben, die inhaltlich und technisch fordern, ohne zu überfordern und den Amateurmusikern ihr Hobby liebenswert machen. So hat er über Jahrzehnte die Musikszene in der Karmaistadt belebt und Grundlagen für junge Musiker geschaffen, die seine Werke weiter verbreiteten und sein Schaffen lebendig halten. Bis Dezember 1991 leitete Horst Heubel diese Musikschule hauptamtlich. Damit hat er für die Kulturszene eine nachhaltige Leistung vollbracht. Bis heute haben dort mehr als 25.000 Schülerinnen und Schüler, die Stadt Hohenstein-Ernsthal hat 14.500 Einwohner, ein Instrument erlernt. Im Alter wendete er sich immer mehr dem Komponieren zu, schrieb Stücke bis in sein letztes Lebensjahr hinein, so auch 2010 zum 500. Stadtjubiläum von Hohenstein. Die anlässlich dessen entstandene viersätzige Hohenstein-Ernsthaler Stadtmusik, aus der wir eben gerade den Satz Karmai hörten, leitete eine Phase intensiver musikalischer Zusammenarbeit zwischen dem Jugendblasorchester Hohenstein-Ernsthal, dessen Vorsitzender ich von 2007 bis 2020 sein durfte, und dem Komponisten ein, verbunden mit etlichen persönlichen Kontakten und Gesprächen. Mehrmals durfte ich bei Horst Heubel zu Hause zu Besuch sein, weil er mir seine Ideen für ein neues Weihnachtsstück mitteilte, nach der musikalischen Umsetzung dieser oder jener Passage fragte oder mir eine Platte schenkte. Die Jahres- und Adventskonzerte unseres Klangkörpers waren in den letzten Jahren ein wichtiger Eintrag in seinem Terminkalender. Er wurde ein wichtiger Begleiter und Freund unseres Orchesters. Wenngleich sein Lob eher nüchtern daherkam, war zu spüren, dass es ihn mit Stolz erfüllte, ein reichhaltiges und erfolgreiches musikalisches Leben in seiner Heimatstadt zu wissen. Und doch blitzte in den Proben, die er selbst gestaltete, wenn wir eines seiner Stücke einstudierten, der strenge Musikpädagoge durch, als den ich ihn in meinen ersten Jahren im Jugendblasorchester Hohenstein-Ernsthal vor ungefähr 30 Jahren kennengelernt hatte. Eine weitere Wegbegleiterin von Horst Heubel war Silvina Schwarzenberger. Eine Stadt lebt von, mit und durch ihre Geschichte. Und Horst Heubel hat die Geschichte der Stadt Hohenstein-Ernsthal extrem positiv beeinflusst. Die Kunst und Kultur einer Stadt ist ein großer Teil der Identität, die eine Stadt ausmacht. Und ich bin sehr froh, in der Stadt Hohenstein-Ernsthal zu wohnen. Und hoffe auch, dass unsere Künstler, ich bin selber Oberbürgermeister Weiß, mit dem Förderverein der Kleinen Galerie, also es sind hochrangige Veranstaltungen. Es ist so viel Herzblut und Ehrenamt dabei. Das kann man nicht genug hochschätzen. Und Horst Heubel, zufällig war er natürlich unser Nachbar. Mich freut es besonders, dass der Stadtrat Hohenstein und auch viele Bürger, die das auch mit dokumentiert haben in unserem Bürgeranliegen, heute zu Ehren Horst Heubel eine bleibende Erinnerung hier sehen können. Darüber freut sich ebenso seine Schwester Renate Walter, die bei der Tafeleinweihung zu Gast war. Frau Walter hatte mir nach dem Ableben von Horst Heubel ein Bild, ein Porträt von Horst Heubel übergeben, mit der Bitte, das doch zu einer passenden Gelegenheit auch öffentlich an die Stadt zu übergeben. Und ich freue mich umso mehr, dass ich das Bild jetzt direkt Frau Walter geben kann und sie selbst ihren Bruder ehren kann. Zunächst erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass wir heute hier dabei sein können. Wir freuen uns, dass du in so einem schönen Rahmen mein Bruder nochmal geehrt wird. Und als Andenken an heute. Vielen Dank. Und früher hatten wir ja die gute Verpackung mal aufgehoben. Ja?
Jetzt reiße ich einfach mal rein. Ja. Das sollte bei seinem schaffen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die sehr, sehr gute Idee, diese Verwaltung. Und wenn wir als Stadt schon ein Geschenk von Ihnen bekommen, dann haben wir zumindest auch noch ein kleines Dankeschön, wie sich das gehört. Na, vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Vielen Dank. Und vielen Dank für das Geschenk. Ja, herzlichen Dank. Den Anlass nutzte man, um dem Oberbürgermeister Lars Kluge weiteres zu überreichen. Nun wissen Sie, dass wir, Herr Hallmann und sehr viele Interessierte der Stadt, das Bürgeranliegen für Horst Heubel, dass es bei Ihnen am fruchtbaren Boden gefallen ist. Deshalb haben wir uns gedacht, wir starten gleich wieder ein neues. Sie haben, ich sage jetzt eine weiche Stelle, will ich nicht sagen, aber Hohenstein hat eine Stelle, die allen Bürgern wirklich so am Herzen liegt, dass man sie einfach mal angehen muss. Und das ist die Dresdner Straße 19. Wir sind auf Unterschriftenbank gegangen. Die Unterschriftensammlung ist noch nicht zu Ende. Sie bekommen noch eine ganze Menge mehr, aber es sind schon eine ganze, ganze Menge hier drin. Wir möchten gerne, dass die Unterstützung oder das Bewusstsein des Stadtrates und auch an die Verwaltung der Stadt Hohenstein herangetragen wird, das Barockhaus Dresdner Straße 19 zu bewahren, zu erhalten und einer sinnvollen, wenn es geht, kulturellen, künstlerischen Nutzung zuzuführen. Kleiner Anstoß von vielen, vielen Bürgern und Interessenten der Stadt. Und wir hoffen, es fällt auf fruchtbaren Boden. Dass es natürlich eine sehr, sehr langwierige Sache ist, ist uns bewusst. Das Haus hat aber auch schon eine sehr lange Geschichte. Herr Hallmann kann da auch Stunden drüber erzählen, auch sehr interessante Geschichten. Wir haben es mal ein kleines bisschen zusammengefasst, auch um die Sensibilität in der Stadt, in Stadtreden zu erwecken. Und wir hoffen, dass die Stadt in Zukunft einiges für das Barockhaus tut. Als allererstes vor allen Dingen sich um die Sicherung der derzeitigen Bausubstanz hier intensiv bemüht. Und wenn das gelingt, ganz, ganz herzlichen Dank. Die Unterstützung der Bürger haben Sie. Führt dazu auch tatsächlich noch viele Gespräche, ja, ob wir das als Stadt alleine leisten können oder gemeinsam mit dem Partner. Das wird sicherlich die Zukunft zeigen, aber es ist ein Objekt, was uns wirklich sehr am Herzen liegt. Auch das ist klar. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. In unserer heutigen Knicke-Sendung soll es um das Thema Schnupfen, Erkältung und alles, was damit zusammenhängt, gehen. Wie verhalte ich mich richtig, wenn mir ständig die Nase läuft? Soll ich da trotzdem öffentliche Bereiche aufsuchen oder ein Fitnessstudio beispielsweise lieber meiden? Peggy hat sich heute vorgenommen, ins Fitnessstudio zu gehen, trotz dass sie erkältet ist. Wer in seine Handflächen niest, verteilt Keime überall und steigert so die Ansteckungsgefahr für andere.
Schnupfenviren überleben an Türklinken, Telefone, Computertastatur und Trainingsgeräten mehrere Stunden. Wichtig ist deshalb, die eigenen Viren möglichst bei sich zu behalten. Thilo Kühl-Schimmel empfiehlt in diesen Fällen: Das Niesen in die Handfläche ist anderen Menschen rücksichtslos gegenüber, wenn man anschließend Türklinken oder Griffe wie an diesem Sportgerät anfasst. Hier ist die Empfehlung, in die Ellenbeuge zu niesen oder ins Handtuch, was sich gerade anbietet. In meinem Fall, bei einem dunklen Anzug, würde ich die Ellenbeuge nicht empfehlen. Dann doch lieber das Taschentuch oder die linke Hand. In der Herbstzeit schnieft und schnäuft es besonders heftig. Gewöhnlich wünscht der Niesende Gesundheit. Ja, Gesundheit. Doch der meist floskelhafte Ruf ist out. Gesundheit zu wünschen ist sicherlich gut gemeint, aber heutzutage nicht mehr notwendig. Das Niesen wird eher wie ein Husten betrachtet und demzufolge ignoriert. Sollte der Niesende ein Seminar stören oder Unterricht oder ähnliche Situationen, dann ist es sogar angebracht, sich für diese Störung zu entschuldigen. Ob zum Schneuzen lieber Papier- oder Stofftaschentücher benutzt werden, ist vor allem eine Frage der Sauberkeit. Aus hygienischen Gründen sind Papiertaschentücher zu bevorzugen. Taschentücher werden am besten in Mülleimern entsorgt, die einen Deckel haben. In offenen Papierkörben sollten sich keine benutzten Taschentücher wiederfinden. Auch sollten Sie sich nach jedem Naseputzen gründlich die Hände reinigen, um die Erreger nicht weiter zu verbreiten. Gerade beim Umgang mit vielen Kunden ist es wichtig, dass auch der Trainer gesund und fit ist und keine Bakterien an die Kunden überträgt. Lieber dann zu Hause bleiben und die Erkältung auskurieren, als den Kunden zu sagen, ich kann heute keine Hand geben, weil ich verschnupft bin. Denn zur Begrüßung oder zur Verabschiedung ist diese Situation ja durchaus real. Besser ist daher, vorzusorgen. Kurze Spaziergänge, vitaminreiche Ernährung und viel Schlaf kräftigen das Immunsystem. Nichtsdestotrotz hat sich Peggy eine Erkältung eingefangen und informiert ihren Chef. Ich muss mich entschuldigen für heute. Ich bin krank und ich müsste erstmal zum Arzt gehen. Ja. Sollten alle gesund erhaltenen Maßnahmen nichts nutzen und eine Krankschreibung anstehen, ist es immer freundlicher, vorher beim Arbeitgeber anzurufen und nicht anonym den Krankenschein einfach mit der Post zu schicken oder abzugeben. In dem Fall weiß der Chef sofort Bescheid, dass mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin nicht zu rechnen ist und eventuell er dann die Posten anders besetzen kann. In diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wenn es Sie doch erwischt hat, hilft vor allem viel Ruhe. Ziehen Sie sich deshalb gegen das Frieren warm an und machen Sie es sich auf dem Sofa gemütlich. Wilde Flüha und die sanfte Tschopau. Über Jahrmillionen hinweg schufen die beiden Flüsse mit ihrer natürlichen Kraft eine einzigartige Landschaft. Die Menschen kamen dann im 11. Jahrhundert. Ackerbau und Viehzucht gaben neben dem Bergbau unserer Region ihr Gesicht. Dieser wunderschöne Landstrich liegt auch heute noch in den Händen der Land- und Forstwirte.
Über die Menge und Qualität unserer Lebensmittel müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Erzeuger unterliegen zu Recht sehr hohen Standards. Wir freuen uns über ein reichhaltiges Angebot und niedrige Preise. Doch was wissen wir über die Arbeit unserer Land- und Forstwirte? Was wissen wir über ihre Verantwortung für unsere Heimat? Mein Name ist Iris Hahn-Radke. Ich bin 44 Jahre alt, habe in Leipzig Landwirtschaft studiert und bin selbstständige Landwirtin gemeinsam mit meinem Mann. Mein Name ist Marco Radke, ich bin 41 Jahre alt, habe ein Studium an der Universität in Rostock abgeschlossen, im Anschluss daran 5 Jahre für einen Zuchtverband in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet und seit 10 Jahren hier in Kleinhartmannsdorf mit meiner Frau als Landwirt tätig. Die kommen bei uns auf den Hof und sind natürlich erstmal begeistert von den Kälbchen. Das ist ganz klar, dort fängt das an. Dann nähern sie sich den Tieren und dann kommen sie mit ganz vielen Fragen. Nein, das ist. Was muss man denn können, dass man hier eingestellt wird? Also, da gibt es eine richtige Ausbildung als Landwirt oder als Tierwirt. Ne? So eine Ausbildung muss man vorher absolviert haben, wenn man in einem Landwirtschaftsbetrieb arbeiten will. Oder man hat eine andere Ausbildung und man wird angelernt. Das geht natürlich auch. Man kann in ganz vielen verschiedenen Berufen arbeiten, wenn man sich dann anlernen lässt. Die kriegen auch ein Schleifchen, aber nicht an den Ohren, sondern um den Hals. Mit Romantik hat das in der Landwirtschaft relativ wenig zu tun, ganz ehrlich. Wir lieben unsere Arbeit, würden aber uns mehr freuen, wenn diese Arbeit auch anerkannt wird. Und dann würden wir auch Romantik einfließen lassen. Heute und auch in den letzten 2 Jahren ist das sehr harte Arbeit, den Betrieb so zu führen, dass er überlebt. Das Erreichte in der Landwirtschaft, verglichen mit vor 20 Jahren oder auch mit vor 30 Jahren, weniger Einsatz, nachweislich weniger Einsatz von Antibiotika, mehr Tierwohl, bessere Tierbedingungen, bessere Tierhaltung, bessere Ernährung der Tiere über das Jahr, also den Bedarf an Ernährung, aber auch weniger Eintrag von Nitraten, das wird alles nicht gesehen und nicht gewertschätzt. Von daher ist es schwierig für mich, da einen romantischen Ausblick zu geben. Also solange wir noch was haben, ihr könnt euch auch noch Nachschlag holen von der Milch. Das ist für uns Romantik, den Kindern zu zeigen, wie wir arbeiten, wie wir leben und zu sehen, wie unvoreingenommen die sind und das aufnehmen, was wir denen sagen, das verarbeiten, merken, wie sie sich damit auseinandersetzen. Das ist für uns Romantik und deswegen machen wir das eigentlich sehr gerne. Jo. Ich bin die Lisa Wagener, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe im Sommer meine Lehre zur Landwirtin abgeschlossen und bin dabei, meinen Techniker für Landbau jetzt zu machen. Mir fetzt am meisten die Arbeit auf dem Feld. Bodenbearbeitung mit einem großen 936er Fendt. Einfach am Tag was zu bewegen, Bodenmasse zu bewegen und am Ende des Tages zu sehen, was ich geschafft habe. Ich bin Landwirtin geworden, weil mein damaliger Freund hat ebenfalls eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Und was er so erzählt hat, was er den ganzen Tag macht, hat mich so sehr interessiert, dass ich gefragt habe, ob ich ein Praktikum machen darf. Und das hat mir so sehr gefallen, dass ich dann mich auch dazu entschieden habe, diese Ausbildung zu wählen. Früher war Landwirtschaft ja wirklich, das war in aller Munde, das war noch ganz anders wie heute. Früher war der Bauernstand und eben noch richtig angesehen, nicht mehr wie heute. Wir sind nun mal kein Streichelzoo, das ist nun mal eine Produktion. Das ist eben das Problem, der Verbraucher, der weiß zu wenig, der sieht seine Traumwelt quasi und ja.
Es ist so vieles modernisiert worden. Man hat GPS, man muss nicht mehr schalten, kann sich dadurch auf die anderen Dinge konzentrieren. Mit dem GPS können wir das komplette Feld abfahren. Somit wird das aufgezeichnet. Wir können das speichern in dem Programm. Und somit können wir uns eine Linie fahren. Und auf Knopfdruck wird diese Linie wieder gefahren. Somit können wir die komplette Arbeitsbreite des Gerätes ausnutzen. Dadurch, dass wir die komplette Arbeitsbreite ausnutzen, haben wir natürlich quasi keine Leerfahrten oder Überlappungen. Und dadurch wird zum Beispiel schon wieder am Sprit gespart, weniger Maschinenverschleiß, solche Geschichten. Ich sag mal, wer sich auch dafür interessiert oder wer das so den Blick dafür hat, auch im Umgang mit der Technik, einfach auch in der Natur. Wir sehen jeden Tag was Neues. Wenn wir aufs Feld kommen, morgens schon der Sonnenaufgang. Abends, wenn wir wieder fertig sind, Sonnenuntergang, einfach in der Natur, draußen, nie wie anderen, den ganzen Tag im Büro sitzen. Das ist einfach das Schöne daran. Mein Name ist Jens Braune. Ich bin 51 Jahre alt und bin hier Leiter der Tierproduktion in Breitenau. Das ist die Paillette mit dem Sperma. Jetzt muss das ganz sauber eingefädelt werden. Und dann wird unter rektaler Kontrolle die Gebärmutter gegriffen. Besamungsgerät in die Gebärmutter eingeführt und dann abgedrückt und dann war es das schon. Wir haben derzeit ca. 620 Milchkühe plus Nachzucht. Kommt so auf eine Gesamtsumme von etwa 1200 Milchtieren. Wir melken hier mit 8 Melkrobotern, haben zusätzlich noch eine automatische Fütterung eingebaut. Die nächsten 10, 15 Jahre sind wir eigentlich mit diesem Stall auf dem neuesten Stand der Technik und können für die Tiere oder haben für die Tiere alles getan, was erstmal zu tun ist. Und die Kuh sich dadurch wohlfühlen kann, wie in der Natur. So eine Ration enthält zu Hauptbestandteilen Mais-Silage und Gras-Silage. Zur Strukturaufwertung kommt noch etwas Stroh dazu. Getreideschrot, Rapsschrot, Ackerbohne, die wir selber anbauen, Maisschrot, Mineralfutter. Das sind so die Hauptbestandteile einer Ration bei uns. Alles im Prinzip im Großen und Ganzen selbst oder in der Region erzeugt. Also wir haben es hier im Stall mit einem gelenkten Kuhverkehr zu tun. Das Tier geht zuerst zum Fressen mit freiem Zugang zum Futtertisch. Wenn es dann sich satt gefressen hat und wieder schlafen gehen will, muss es durch ein Selektionstor. Diese Selektionstore sind alle mit dem Computer verbunden. Jedes Tier hat ein Halsband. Das ist dann die jeweilige Stallnummer. Und an der Seite ist noch ein Transponder für die Aktivität. Sprich, die Kuh wird wie beim GPS-System im Stall überwacht. Und wenn diese Kuh dann dieses Tor betritt, wo gerade eine reinkommt, die geht jetzt gerade zum Melken, also die hat rechnerisch 9 Liter Milch im Euter. Dann wird diese Kuh in den Vorderhof des Roboters gelenkt. Und ansonsten weiß die Kuh immer, wo der Roboter ist, weil im Roboter gibt es extra Kraftfutter. Und dann gehen die nicht wegen Melken zum Roboter, sondern wegen diesem Kompott. Ja, das ist eine Durchschnittskuh. Also wir liegen so bei Tagesgemelk im Durchschnitt bei 31 Litern pro Melkung. Und die Spitzenkuh zur Zeit gibt 70 Liter pro Tag. Also wir verkaufen unsere Milch an die jeweilige Molkerei und bekommen im nächsten Monat zu erfahren, was wir für die Milch bekommen. Also wir können nicht sagen, wir wollen jetzt 40 Cent haben, sondern die Molkerei sagt den Zinner her, wir bekommen 30 oder 25 und haben im Prinzip überhaupt keinen Einfluss darauf, da einen Preis selber zu bestimmen. Das Spannendste ist eigentlich, mit den Tieren umzugehen jetzt für mich. Man sieht, wenn die Tiere gesund sind, wenn Kälber geboren werden, wenn man sie aufwachsen sieht, und wie man sie dann eben wieder, man sagt immer, in Milch wieder bringt, das ist schon spannend. Mein Name ist Bernd Halbig. Ich bin 60 Jahre alt und Geschäftsführer in der Erzgebirgischen Agrarwirtschaft Forchheim.
Also einmal sitzen wir hier in der Biogasanlage zwischen einem Fermenter und einem Endlager. Es sieht fast aus wie wie so einer Industriewohnstube, wenn ich mal das so sagen darf. Die Biogasanlage hat 65 kW, wird weitestgehend mit der Gülle gespeist. Das sind im Jahr rund 25.000 Kubikmeter Gülle, die hier verstromt werden. Die Gülle wird über den Fermenter vergoren bei ungefähr 40 Grad Temperatur. Dadurch entstehen chemische Prozesse, wo diese Methangase ausgeschieden werden, die dann zu Strom umgewandelt werden. Damit wird der Gülle eigentlich schon ein großer Teil an Geruch genommen. Und beim Ausbringen der Gülle ist dort schon die Geruchsbelästigung bedeutend geringer. Die Abwärmenutzung war eigentlich mit bei der Richtung der Biogasanlage ein Thema, das stand, um auch die Anlage effektiv zu gestalten. Denn sie bringt erst dann eigentlich den richtigen Nutzen für den Betrieb, wenn ich nicht nur den Strom verkaufe, sondern auch die Abwärme nutzen kann. Da stand für uns zum einen, bei uns im Stall die Wärme zu verwenden. Da stand unser Sozialtrakt mit den Duschkabinen für das Stallpersonal, die Aufenthaltsräume, die Umkleideräume mit Wärme zu versorgen. Und zusätzlich wird ein Wohnhaus beheizt, in dem 16 Familien wohnen. Für uns ist Gülle ein wertvoller Dünger. Zumal wir jetzt beabsichtigen, auf Biolandwirtschaft umzustellen, also weg von chemisch-synthetischen Düngemitteln, weg vom chemischen Pflanzenschutz, also hin noch zu noch mehr Ökologie, also noch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung, ist eigentlich diese Gülle ein wertvoller organischer Dünger, der für uns den Kreislauf schließt eigentlich. Das, was wir den Boden entzogen haben, woraus das Tier Milch produziert, diese Nährstoffe gehen nicht verloren, die bleiben in der Gülle enthalten. Und in diesem Kreislauf, bei einem gesunden Viehbesatz, ist eigentlich diese Kulturlandschaft hier, wie sie ist, sinnvoll unter einer gewinnbringenden Produktion abgesichert. Aber dazu gehört eben ein fairer Milchpreis. Bei entsprechendem Milchpreis wären wir in der Lage, für unsere Kühe, genauso wie es VW gewartet für den Phaeton, eine kleine Manufaktur zu bauen. Nur da wäre der Milchpreis dann bei 1,50 Euro pro Liter im Laden. Wir würden 1 Euro erhalten für die Milch, dann wäre das kein Problem für das Landwirte. Alles natürlich nach neuesten Erkenntnissen auf höchsten wissenschaftlichen Standort und umweltverträglich auch zu produzieren. Das ist eigentlich dieses Grundmanko. Man stellt hohe Umweltstandards an das Landwirte, aber zahlt einen miserablen Milchpreis. Also, ich bin ein Pessimist, aber ein Positiver, wenn man das so will. Jo, mein Name ist Michael Bergelt, bin 55 Jahre. Für mich ist der Wald meine tägliche Arbeit, unser Brot. Natürlich hat er auch einen enormen Erholungsfaktor, gerade wenn ich hier auf dem Berg bin. Das ist für mich schon Winterurlaub. Ich habe hier in Ansprung ein Forstunternehmen mit ca. 40 Beschäftigten, 92 gegründet, mit meinem Bruder zusammen. Und so hat sich das entwickelt bis heute, dass wir 10 Spezialmaschinen im Einsatz haben. Natürlich ist der Wald der Rohstoffspender Nummer 1 hier in Deutschland. Holz ist der einzige Rohstoff, der immer wieder nachwächst. Und ohne Holz geht in Deutschland und Europa und der Welt überhaupt nichts. Weil jeder, der sagt, ich brauche kein Holz, okay, alles was Holz ist, weg, dann steht er nackt da. Weil in jedem Stoff, in jeder Tablette, in jedem Nahrungsmittel ist irgendwo Holz versteckt. Wir ernten das, was unsere Großväter angebaut haben. Also das ist für reine Ökonomen immer schwer zu verstehen, dass wenn eben 12, 13, 14 Festmeter nachwachsen, dass dann halt bis 8 geerntet werden. Das heißt halt, dass wir nie mehr ernten wie nachwächst. Da gab es in Schweden Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass so ein Harvesterfahrer einem Jetpiloten gleichzusetzen ist von der Konzentration her. Man muss vorausschauend arbeiten, man muss das Umfeld der Maschine im Blick haben, man muss auch hören und man hat auch ein gewisses Bauchgefühl, wie die Maschine funktioniert. Es wird alles gebraucht, auch der Arsch. Wozu? Wegen dem Arschgefühl. Der Bürger, der Jogger, der Wanderer, der im Wald draußen unterwegs ist, hat das große Vorrecht, den Wald betreten zu dürfen, darf die Wege nutzen, muss dort nichts dafür bezahlen. Er sollte dann auch Verständnis dafür haben, wenn dann draußen Holz gemacht wird,
dass dann halt auch mal ein Weg kaputt geht. Die werden in der Regel in Kürze alle wieder Noten gebracht, weil die Forstwirtschaft braucht die Wege ja auch. Forstwirt muss man werden wollen. Und da muss man erstmal wirklich beleuchten, was gehört alles dazu. Die Arbeit im Freien, Arbeit bei Regen, Arbeit bei schlechtem Wetter, nasse Klamotten, frieren, im Frühling das Grün erleben, die Natur aufwecken erleben, den Sommer erleben, generell die Jahreszeiten erleben im Wald, was die richtig schönen Dinge sind. Manchmal hat man da zu wenig Blick dafür, aber es kommt immer zwischendrin wieder, wie du sagst, du hast eigentlich den schönsten Job auf der Welt. Das ist längst Alltag in vielen Landwirtschaftsbetrieben. Direkte Belieferung der Kunden entwickelt sich für die Landwirtschaft nicht nur im Erzgebirge zu einem Erfolgsrezept. Frische, regionale Ware und hochwertig veredelte Produkte werden von den Kunden angenommen und auch gern gut vergütet. Direkter Verkauf bringt realistische Preise und damit bessere, modernere Produktionsbedingungen. Darauf setzen immer mehr Erzeuger. Auch weil sie sich aus Leidenschaft für ihren Beruf, ihrer Verantwortung für die Natur und Umwelt stellen.